Willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute war ich mal wieder beim Discounter, aber ihr seht, der Tisch ist leider noch leer. Gut, bei welchem Discounter war ich wohl? In letzter Zeit war ich sehr oft bei einem Discounter und zwar bei Aldi Süd. Ja, und gefühlt bringen die seit 6 bis 8 Wochen irgendwie im 14-Tages-Takt neuen Whisky raus. Und ja, jetzt gibt es auch wieder einen neuen Whisky, aber ich will euch noch kurz zeigen, was wir bis jetzt schon alles hatten. Und zwar hat der ganze Spaß angefangen mit dem Rembrandt aus Deutschland. Dann hatten wir danach den Aiko japanischen Blended Whisky. Danach kam der Spaymore aus Schottland. Und jetzt, für unser Verkostungsvideo, kommt der O'Loughlin's oder O'Loughlin's Irish Single Malt mit einem Rum-Cask-Finish. Also ihr seht, volles Programm bei Aldi Süd. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Iren. Die anderen Flaschen habe ich alle schon verkostet. Könnt ihr dann alle nochmal in den Links unter dem Video sehen. Da habe ich die nochmal alle verlinkt. Und guckt euch doch einfach nochmal die anderen Videos dazu an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und immer schön liken, wisst ihr ja. Gut, wir konzentrieren uns jetzt hier auf die Abfüllung. Zwar, wie gesagt, O'Loughlin's Single Malt Irish Whisky. Unschlagbare 24,99. Ist ein irischer Whisky und wie gesagt nur bei Aldi Süd erhältlich. Ich habe Glück gehabt. Ich habe einfach mal 2 Tage bevor das Angebot rauskam, kurz vor Ladenschluss samstags, den Aldi Süd bei mir aufgesucht, also die Filiale, und ich habe Glück gehabt, der stand schon im Regal. Dann habe ich die netten Verkäufer gefragt, ob man den schon kaufen darf. Und meinten die, naja, eigentlich ja nicht, weil, wie gesagt, erst montags im Angebot. Aber ich habe ihn tatsächlich dann doch noch bekommen und durfte ihn mitnehmen. Ja, ist ein Small Batch, Triple Distilled, hat 43% und ist nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Was mich gerade so beschäftigt ist, woher kommt der? Ne? Also welcher ist das? Also welche Distille stellt den her? Wo wird der gebrannt? Das steht leider nicht drauf. Also man findet da halt nur die Firma W und B Quality Products. Die sitzen in Emden. Wenn man die Homepage von denen anklicken will, steht da, Link kann nicht gefunden werden. Ich habe also keine Ahnung, was da für ein Stoff drin ist. Wer den herstellt, wer den abfüllt, ich habe keine Ahnung. Die Flasche erinnert mich aber an die West Cork Flasche, möchte ich einfach mal so sagen. Ob es wirklich West Cork ist, wissen wir nicht. Aber bei West Cork gibt es zum Beispiel auch ein Rumcast Finish. Deswegen, vielleicht denke ich, dass es daran liegen könnte oder dass es West Cork sein könnte. Aber egal, wir gucken einfach mal, ob wir jetzt gleich so ein Glas haben. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall positiv überrascht. Vor allen Dingen, weil er halt nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert ist. Das war ja bei anderen Abfüllungen bisher anders. Und ich habe halt, oder man denkt ja halt immer beim Discounter, naja gut, wenn der Whisky so günstig ist und so, na, da erwarte ich jetzt nicht so viel. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und das gefällt mir auch schon mal sehr gut. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, ob wir jetzt so in der Nase haben und halt mal eine Lichtkolben rein. Also der hat auf jeden Fall eine leichte Alkoholnote. Also die kommt auf jeden Fall noch durch. Aber ist nicht so krass. Also nicht so schlimm, dass mir die Augen tränen. Aber ist schon, also eine Alkoholnote ist auf jeden Fall da. Aber da kommt so eine leckere Schokolade durch. So eine Schokoladennote. Sehr süß und vanillig auf jeden Fall. Könnte auch noch so ein Honig oder sowas sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mich erinnert das eher an so an diese Daim-Schokolade, ne? Also die Schokolade mit den festen Karamellstückchen drin. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Ja, süß ist auf jeden Fall da. Also ich würde behaupten, das Rumfass kriegst du auf jeden Fall mit, ne? Da ist halt noch so eine dezente Fruchtnote mit bei, so in die Richtung Apfelbirne, aber dominierend ist einfach Schoko und Karamell. Könnte auch so, wo ist denn nochmal dieser getrocknete Honig mit bei, diese getrockneten Honigstücke? Ich glaube, das ist bei Toblerone, so in die Richtung könnte das auch noch sein. Aber hauptsächlich Schokolade, karamellig, süß und so eine Apfelbirnennote.
Wobei die Vanille kommt jetzt auch noch intensiver, ne? Also jetzt so, wenn man so länger die Nase reinhält, kriegst du noch eine intensivere Vanille. Aber grundsätzlich macht er schon von der Nase her nicht viel falsch. Also die Nase gefällt mir, ne? Also kann ich jetzt nichts sagen oder nicht sagen, das holt mich jetzt nicht ab, ne? Also ist halt, ist eine gefällige Nase, würde ich mal sagen. Ich würde einfach sagen, wir probieren einfach. Cheers. Der ist sehr sanft, der ist sehr mild. Du hast so eine. Mich erinnert da total an Kaffee. Vor allen Dingen wird der hinten raus richtig bitter. Also so eine bittere Kaffeenote. So als wenn du so einen kalten Filterkaffee hast. Also weißt du, so diesen Filtersatz daraus und würdest daran so riechen oder so. Oder wenn du einen Kaffee, der schon lange, lange gestanden hat. Dann hast du so hinten raus. Aber erst ist er okay. Er kommt relativ süß rein. Und ich merke auch gerade, der Abgang bleibt auch, der ist recht schnell weg. Ich probiere nochmal einen Schluck. Ja. Also ist schon. Wahrscheinlich, also ich glaube, das Fass war einfach, ist einfach zu krass getoastet. Die Röstaromen sind schon echt krass. Also du hast so eine Schokoladennote, die kommt echt, die kommt noch gut durch. Eine Süße hast du auch noch. That's it. Mehr ist er nicht. Schokolade, süß, starke Röstaromen und im Abgang wird der bitter. Also echt so ein. Das ist nicht trocken. Das ist nicht, dass ich sagen würde, der ist trocken, sondern der ist bitter. Es schmeckt wirklich herb. Herb, bitter im Abgang und wirklich diesen kalten, abgestandenen Kaffeegeschmack so, ne? Da war die Nase cooler, muss ich ja schon mal ehrlich sagen. Vor allen Dingen, ja, also ich habe auch keine Vanille, nix mehr, ne? Und, ich hab einfach mehr erwartet. Also, das ist wie gesagt First Fill Bourbon Barrel und dann halt hast du einen Rum Cask Finish. Ne? Und dann denke ich halt immer so: Okay, Rum Cask Finish, da gibt es echt coole Sachen. Und der Rum Cask von, oder das Rum Cask Finish zum Beispiel von Westcork, fand ich total lecker. Aber hier passt für mich einfach nicht so zusammen. Ich habe halt eine ganz andere Erwartungshaltung gehabt. Meine Erwartungshaltung war jetzt einfach: Ich habe einen süßen, leckeren, gefälligen Whisky. Aber der hat viele Ecken und Kanten und. Der ist halt, da kommt halt nicht so viel. Also, da waren die anderen, also die anderen, sage ich, was heißt die anderen, aber durchweg komplexer als der jetzt hier am Ende. Aber ich glaube, also den kannst du sicherlich trinken. Ich glaube, den kann man auch gut für Cocktails nehmen. Aber mein Ding ist es halt nicht. Also, der, wie gesagt, vom Abgang her, dieses Bittere, diese Bitterstoffe, das passt für mich einfach nicht. Und das ist nicht vom Holz, das ist was anderes. Also, das ist so ein. Wie gesagt, so ein zu lange abgestandener Kaffeesatz, so als wenn dieses richtig dunkle Röstaromen dabei, das ist so eine, diese Bitternote stört wirklich. Schade. Ich probiere noch mal einen kleinen Schluck. Ja, kann ich nur bestätigen, also. Der Alkohol ist gut eingebunden, muss man wirklich sagen. Also der brennt nicht. Du hast nicht das Gefühl, dass du einen sehr jungen Whisky trinkst. Also das passt für mich schon. Aber wie gesagt, der ist flach eigentlich. Da kommt nicht viel. Ne? Süß, Schokolade, Röstaromen weg. Das Einzige, was für dich noch bleibt, ist diese bittere Note im Mundraum. Und ich weiß halt nicht, ob das jedermanns Sache ist. Kennen ein paar Leute, die finden das geil. Aber ich glaube halt nicht, dass das für jeden gut ist. Also kann ich wirklich sagen, dann nehmt lieber den japanischen Blend, der war auf jeden Fall besser als der hier. Ich würde sagen, gibt von mir, ja, also ganz Katastrophe ist er natürlich nicht, aber
irgendwas zwischen 2 und 3 Daumen hoch. Also mehr kann ich dafür leider nicht geben. Das ist schade, weil ich habe echt mehr erhofft davon. Aber okay, passiert. Ich probiere gerne vieles aus. Der war jetzt auch nicht so teuer. Da stürzt man sich auch nicht in Unkosten. Wenn man es probieren will, kann man es machen. Wie gesagt, gibt es bei Aldi, glaube ich, noch. Oder gibt es jetzt bei Aldi. Muss man ja ehrlich gesagt sagen. Ja, ansonsten, wenn ihr den probiert habt, schreibt mir noch mal eure Notes in die Kommentare, wie der euch gefallen hat. Habt ihr generell schon Erfahrungen mit Aldi Whisky gemacht oder generell mit Whisky vom Discounter? Ich meine, ich habe jetzt schon echt viel Discounter Whisky probiert in letzter Zeit und ich muss sagen, da war ziemlich viel gutes Zeug auch bei. So einen richtigen Abloser oder was Richtiges, was wirklich schlecht war, habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, ne? Aber egal, ich probiere weiter aus und ihr kriegt auch weiterhin so Videos von mir und ihr habt ja auch gesehen zwischendurch. Ich gucke mir auch andere Flaschen an und auch wenn es jetzt momentan vielleicht ein bisschen mehr Supermarkt oder Discounter war, aber ich fand, da waren halt ein paar coole Sachen bei und wenn die halt ständig was auf den Markt schmeißen, habe ich halt keine andere Wahl, da muss ich halt probieren. Ja, wenn das Video gefallen hat, einfach ein Like da lassen, gerne auch meinen Kanal abonnieren. Ansonsten findet ihr mich wie immer Facebook, Instagram und in den diversen WhatsApp-Flaschenteilungsgruppen. Ja, ich wünsche dir noch eine angenehme Zeit. Euer Frankie Mr. Z.